Hallo Leute, mein Name ist SozialEndZock und erinnert ihr euch noch an den PixelJack-Server? Ich hab's nur noch so grob in Erinnerung, denn es ist schon sehr, wirklich sehr lange her, seit wir den gejoint haben. Allerdings anhand des Votes konnte ich sehen, dass es doch ein paar gab, die den Server irgendwie gemockt haben. Deswegen habe ich gedacht, reagieren wir doch mal darauf, was inzwischen passiert ist, während der Zeit, wo ich nicht Minecraft gespielt habe, denn sagen wir es so, es gab viele Sachen und Minecraft ging da komplett unter. Also, checken wir mal aus. Und wie ich da sehe, ist ein User sogar online. Überraschend. Los geht's. Und das ist eine komplett neue Version und das erste, was mir gleich auffällt, dass er den Spawn bearbeitet hat. Das ist ja mal was ganz Neues. Er hat ganz neue Spawns errichtet. Darunter einen riesigen Kürbis nun hier. Das war damals in der großen Welt am Schweben. Was ist denn hier denn los? Überall Portale nun, nicht mal eins. Kreativland. Pixelcrafter Silber. Mainworld. Crafters Classics? Under Creation? Was ist denn hier bitteschön passiert? Da ist man so ein halbes Jahr nicht mehr online und der ganze Server ist auf den Kopf gestellt. Wie sieht's denn da drin aus? Hab in die Main World. Ich hoffe, es ist nicht gerade Nacht, wollte ich sagen. What the? Was ist denn hier passiert? Und wo ist mein Zuhause? War das mal der Spawn? Was ist mit meinem Zuhause passiert? Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr auf dem Server war, aber was ist denn hier passiert? Beim letzten Mal gab es nur eine coole Burg, aber jetzt. Willkommen in Pixelcrafters. Die haben einen kompletten Spawn errichtet. Oh mein, was ist mit meinem Haus? T. Slash. Home. Mein Haus ist weg. Mein Zuhause. Alles ist weg. Es ist alles weg. Alles, was ich aufgebaut habe, verzweifelt, ist weg. Sie haben ihn neu aufgelegt. Und ich hab nichts mitbekommen. Alles ist weg. Wie soll ich bitteschön in der Welt, die ich schon so stark bebaut habt, überhaupt anfangen? Dann heißt es wohl jetzt, den Ort erkunden. Und gucken, dass ich einen Platz finde, in den ich irgendwo wohnen kann. Denn anscheinend wurde hier alles umgebaut. Komplett neu aufgelegt. Wann ist das bitte schon passiert? Ich habe nichts mitbekommen. Aber wie ich schon sagte, ich war mit voll vielen Projekten dran. Was ist hier passiert? Vielleicht kann mich der eine auf dem Server aufklären. Hallo? Was ist denn hier passiert? Ich bin gerade komplett geschockt. Alles, was ich aufgebaut hatte im LP oder in Livestreams, ist weg. Konnte nicht mehr bauen. Musste LOL spielen. Der hatte wohl auch andere Spiele momentan. Ja, Minecraft ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt seitdem. Among Us und all die anderen Spiele. Und dass sowas während der Zeit passiert? Schockschwere Not. Wo kriege ich jetzt bitte schön einen neuen Berg her? Oh nein, hier sind Tonnen von Zombies und so. Ohne Ausrüstung wird das nichts. Ich bin komplett unbewaffnet. Mein komplettes Inventar ist weg.
Alles ist weg. Jedes einzelne Punkt ist weg. Ich bin komplett geschockt. Oh nein, hier sind Büsche. Was ist hier passiert? Hackers Haus. Ich hab nichts davon mitbekommen. Willi und seine Freunde. Was zum Teufel geht hier ab? Wie lange war ich jetzt nicht online? Moment, das muss ich jetzt mal nachgucken. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Das muss ich jetzt mal nachgucken. Wie lange war ich jetzt nicht online? Wann habe ich den letzten Part hochgeladen? Ich gebe jetzt mal in die Suchleiste ein. Sozialer Pixel Jack. Server, wann war das letzte Upload? Das ist doch nicht wahr. Komm schon, YouTube. Ich brauch dich. Mein letzter Upload war vor 5 Monaten. Innerhalb von 5 Monaten, also, hat sich das alles verändert? Vergleich mal den letzten Part mit diesem. Was ist hier passiert, bitteschön? Hat jemand den Server gerieft, wo es denn neu geresettet worden oder sowas? Hier ist komplett alles neu. 5 Monate war ich weg und das steht hier. Und mein ganzes Haus ist weg. Alles ist weg. Mein Set-Home ist weg. Was ist mit meinem Haus passiert? Also ich werde vermutlich danach den Creator ansprechen. Hier ist ein Zombie und ich bin komplett unbewaffnet. Na super, ich habe nämlich gar nichts mehr. Mal fragen, was hier bitte schon abgegangen ist während meiner Abwesenheit. Denn es sind jetzt 5 Monate vergangen und dann ist das passiert. Wie kann innerhalb von 5 Monaten, wo gemerkt, ich habe zuvor 5 Monate gehabt. Du hast 7 XP für Hunting Job. Achievements? Money? Okay, der Server wurde hundertprozentig nochmal neu gemacht. Schon wieder. Die Private Chests sind allerdings aus, anscheinend. Alles klar. Die hat er nicht mehr an, aber ich bin kein Mensch, der sowas klauen würde oder so. Nee, so ein Mensch bin ich nicht. Also keine Sorge, nur ein Hinweis. Neubau Haushalts von Johnny. Johnny? Was macht denn Johnny hier? Johnny ist ein alter Kollege, mit dem ich mal spielen wollte, als es allerdings nie angeklappt hat. Sorry, dass ich jetzt dein Haus betrete, aber du hast die Türen offen gelassen. Ich bin neugierig. Wir haben hier einen Hund, eine Katze. Wie können sie sich überhaupt vertragen? Lol, hat es gut designt. Wie gut ist das denn gemacht? Ist hier was hinter dem Bild? Ja, hier gibt es einen Geheimgang. Es gibt einen Geheimgang unter Bild. Was gibt's denn da unten? Oh, das sollte man nicht sehen. Der hat hier einen Minenschacht gebaut. Der gute alte Trick mit dem Bild. Ah, hier sind die Chests gesperrt. Okay, dann hatten nur einige Chests den Effekt. Das ist eine pure Mine von ihm. Interessant gebaut, aber in diesem Fall. Denkt daran, eure Türen zu schließen, sonst kommen Leute wie ich rein, die neugierig sind, herauszufinden, was hier los ist. Ich hoffe, Johnny kommt nicht gleich, denn ich mein letzter Part hieß tatsächlich. Nett. Johnny Dead Murder. Der hat mich damals umgebracht, glaube ich. Ich habe den letzten Part nicht gesehen. Schönes Banner. Das ist ja mal ein merkwürdiges Haus, das von Johnny. Eigentlich schon gerecht, dass ich ausgerechnet sein Haus jetzt erkunde, denn immerhin hat er mich im letzten Part anscheinend getötet. Der schon über 5 Monate her ist. Hier ist ein Christmas Tree? Was ist hier während meiner Abwesenheit passiert?
Und der eine antwortet nicht. Mein Home ist zerstört, alles ist weg. Es gibt wieder Bahnhöfe. Dabei hat sich dort Zufahrten. Die Türen lassen sich jetzt inzwischen so öffnen, anscheinend. Die sind nicht mehr extra gesperrt, oder wie? Nee, das sind Druckplatten. Hier haben wir einen riesigen Weihnachtsbaum, hier haben wir eine Mitte. Dorftour. Hier sind Salz und Zucker drin. Das ist ein komplettes Dorf geworden. Früher hieß jeder für sich selbst. Das ist eine ganze Farm. Ein Stack pro Person. Toll. Ich hab nix. Hier ist ein Anbau des Nether-Portals. Vermutlich war das mal jemand. Hier sind Villager-Siedlungen. Hier ist wieder so eine Karte wie damals. Endlich kriege ich meinen Umriss von der Map und ach du Schande, so viel zu bergen. Mein Berg ist weg. Mein alles ist weg. Mein kompletter Aufbau ist weg. Das tut weh. Und stattdessen haben sie diese Sache erschaffen. Heftig. Aber es gibt hier anscheinend in der Nähe einen neuen Eisberg, in den ich mich beziehen kann. Wenn ich die Erlaubnis diesmal bekomme. Diesmal bin ich der Späte. Deswegen habe ich keinen Vorrang. Und nicht schon wieder jemand sich dahin platziert hat. Es gibt ein KFC. Wenn ich beim KFC gerade stehe. Ja, das ist dort. Dann bin ich gerade hier. Die Banner zeigen auch noch Hinweise. Dann muss ich jetzt. Dahin, dahin, da hinten ist erst der Eisberg. Wie soll ich ohne Ausrüstung da hinkommen? Um Teufel? Ein ganzer Baum voller Banner? What? Lukas zum Ablegen und so. Grills Rathaus und Informationszentrum. Das gibt's auch wieder. Das ist ja fast so wie damals, den Server, den ich zusammen mit dem Creator und allen anderen gesprengt habe. Wir haben einen ganzen KFC, die leider für gesperrt ist. Hey, ich wollte was zu futtern. Hier haben wir Gebäude von einem normalen Dorf. Und was zum Teufel, wo habe ich jetzt plötzlich die Potion-Effekte bekommen? Ist hier irgendwo ein Beacon? Hier muss irgendwo ein Beacon vergraben sein. Ich habe gerade. Welche Effekte habe ich gerade bekommen? Jump Boost, Speed, Strength und Haste. Hier ist irgend so ein Spezialbieten. Was ist das denn? Eine Monsterfarm? Hier haben wir Tonnen von Kisten und wieder jemand, der die Tür offen gelassen hat. Können wir also reingehen? Wer die Türen offen lässt, ist selber schuld in gewisser Weise. Wir haben ein Gebäude, was bald fertiggestellt wird. Und. Deutsch! Warum gibt's da eine Flagge? Und hier ist auch ein Zauber-Act. Irgend so ein Ding, was rumhängt. Sandstein. Was ist hier passiert? Mit Sandstein wurde dieses Gebäude unter anderem gebaut. Heftig! Hier ist eine wilde Katze. Da ist der Schneeberg, aber der scheint auch besetzt zu sein wie damals. Dieser Ort kommt mir sehr bekannt vor. Ist das nicht der alte Platz? Dieses Punkt, den ich gesprengt habe? Monis Lager. Betreten verboten. Außer mit Erlaubnis. Betreten will ich nicht. Ich will nur auf den Berg. Also nutze ich nur die Leiter, um hochzukommen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich irgendwie da hochkomme. Au. Soll ich da hochkommen? Ich hab nix. Ich hab gar nichts mehr. Ich muss erstmal einen Baum fällen, irgendwie, der abseits von der allen hängt. Ich hab rein gar nichts mehr. Ich hab alles verloren. Ich wusste nicht über den Reset oder sonstiges. Ich bekam auch keine Mitteilung. Irgendwie ist die nicht durchgekommen. Jetzt baue ich den ersten Block ab in dieser Welt. Ist da oben dennoch frei? Hier ist auf jeden Fall eine kleine Höhle, wo man sich reinsiegeln könnte.
Das ist jetzt die große Frage. Ist da oben noch frei? Schilder gelten hier nicht. Ein Gebäude zählt. Für die, die sich das wundern. Bitte, sei da oben noch frei. Sei da oben noch frei. Yes. Yes. Hier sind Tonnen von Tiere. Hier ist ein Gebiet. Hier ist noch alles frei in diesem Eisberg. Super. Dann mache ich hier ein Slash Set Home. Hier werde ich mich wieder ansiedeln. Auf einem Berg. Oder in diese Höhle dort unten. Das muss ich noch entscheiden. Ich werde mir auf jeden Fall wieder einen schönen Platz einrichten hier. Wie es aussieht, müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen. Dann wird es wohl Pixel Server Reset. Eieiei. Wir haben es ja noch spät. Hier ist sogar so eine Eisfläche mit Wasser. Also ich habe hier alles, um zu überleben. Mögliche. Ich werde mich nicht groß in den Berg einbauen, denn da ist hauptsächlich das Lager. Aber als erstes sollte ich mir einen Baum besorgen. Die ersten Schritte. Ich glaube, ich baue mich in diese Höhle als Haus fürs Erste. Und baue dann später ein richtiges Gebiet. Dass hier so viele Katzen sind, überrascht mich. Aber erstmal brauche ich einen dieser Bäume. Und Essen von allem. Essen. Wenn die Not kommt, muss ich sogar die Bärenfrösche ein bisschen plündern. Denn die wachsen ja nach. Ich mache die nicht kaputt oder so. Auch wenn ich das sehr ungern tue. Nach der Abbaubug baue ich die ersten Sachen. Gehen. Am besten platziere ich mich in die Höhle. Ein Set Home da oben gesetzt. Ja, das ist das Beste wohl. Ich baue mir jetzt eine Hacke, hau mir die Kohle ab, beleuchte die Höhle und setze mir somit ein Home. Mache auf einen auf Neandertaler. Und ich bin zu sehr Fortnite gewöhnt inzwischen und andere Spieler. Setze ich hier mein erstes Ding. Schon mal ein paar Sticks. Gut. Hier. Ein kleines Schild zum Hinweis. In Bau. So wollte ich es eigentlich nicht platzieren, aber ja, man liest es. Gut, dann sollte ich dringend gucken, dass ich mir eine Holzspitzhacke mache. Hier Steinfarme. Dann eine Steinspitzhacke mache. Und natürlich die beiden Schilder wegräume, die ich gerade aufgestellt habe. Wondercoin? Was ist das denn? Wondercoin? Was ist das? Für Kohle abbauen kriege ich irgendwelche Coins? Das Kohle abbauen funktioniert zum Glück auch mit einer Holzspitzhacke. Erstmal nur 6 hin und alles ausleuchten. Da oben ist noch ein Loch, das ist nicht so toll.
Kapier nicht ganz, was diese neuen Coins sind. Ich glaube, ich muss mich mit dem Erschaffer des Servers zusammensetzen, denn. Oder kurz über Discord, denn ich habe keine Ahnung, wie dieses Gebiet funktioniert, wie der Bereich funktioniert und so. Ich schreibe es jetzt nochmal. Sozialer Insock House YouTube schreibe ich extra dran, damit alle das wissen. In Bau. So, jetzt aber richtig. Jetzt weiß man, dass hier ein Haus im Bau ist. Ich mein Bestes versuche. Ich hoffe, niemand baut die Kohle ab. So richtig. Sollte mehr ausleuchten hier. Für den Fall der Fälle. Hab wirklich keine Lust auf die Monster gleich. Eigentlich müsste keiner kommen. Dann mache ich mir dieses Mal ein Höhlenhaus. Dann setze ich hier nochmal extra den Spawn. T/set home. Ab sofort bin ich hier offiziell zu Hause. So, das ist meine erste Kammer für mein neues Haus. Bisschen traurig, muss man schon lassen. Ich werde mich jetzt mal mit dem Server zusammensetzen und rausfinden, was hier bitteschön passiert ist während des Ganzen. Und wenn ich es rausgefunden habe, werde ich es euch informieren. Ich bin auf jeden Fall mega erschockt. Es wird bestimmt noch mehr zum Erkunden geben, aber hier machen wir erstmal Ende. Ich spiele offline erstmal hier ein richtiges Haus zum Errichten. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Leid sozial, lasst Now da. Ich baue mir jetzt erstmal ein halbwegs vernünftiges Haus auf, offline. Bye.